Ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Ich zeige dir heute, wie man hier an so einem Big Block Zylinderkopf arbeitet, wie man da bestimmte Sachen prüfen kann und messen kann, wie der funktioniert. Ja, und auch wie die Ventile und Ventilfedern entnommen werden. Und ich fange damit jetzt mal an. Der erste Schritt ist erstmal diesen schweren Klumpen Gusseisen zu reinigen und dafür eignet sich am besten Kaltreiniger oder Bremsenreiniger. Kommt mal das ganze Öl und der ganze Dreck der letzten Jahre immer raus. Es gibt auch solche Hot Tanks. Da kann man dann den Kopf reinlegen und dann kommt er gereinigt wieder raus. Das wird normalerweise dann, wenn man das beim Motorenbauer macht, dann. So, ich habe den jetzt mal hier auf die Seite gedreht. Da sieht man hier oben die Auslassseite. Hier sieht man noch einen abgebrochenen Wassertemperaturfühler. Und ja, von der Seite hier jetzt die Brennraumseite. Da sieht man hier die Auslassventile und hier die Einlassventile. Hier sieht man noch die alte Kopfdichtung. Werde ich jetzt auch mal lösen. Die ist hier an manchen Stellen noch gut fest. Die hat so Metallinserts. Kann man es eigentlich ganz gut sehen. Hier sieht man auch schon ein bisschen Verkrustungen bzw. Rost. Das ist ein im Kühlkanal dann. Bei dem Kopf ist mir schon bei der Demontage aufgefallen, dass man hier bei zwei der Kipphebel, nämlich bei diesem und bei diesem hier, so Verfärbungen hat. Das sieht nach Hitzeeinwirkung aus. Ist bei den anderen leicht, aber nicht so in dem Ausmaß. Ja, ich schraube dann hier mit der Ratsche die Kipphebel ab, damit ich an die Ventile drankomme. Und ja, die Kipphebel sind hier mit so einer selbstsichernden Mutter abgesichert. Ich lege jetzt mal den Kipphebel hier beiseite. Und hey, abonniere doch den Kanal. hier jetzt das Ventil mit der Feder und hier oben drin, ich hoffe, man sieht das auch auf der Kamera. Hier sind zwei kleine Keile drin und um die zu lösen, braucht man einen Ventilfederspanner. Damit wird dann hier der Teller runtergedrückt und dann kann man mit einem Magnet die Keile entnehmen. Ich habe allerdings auch von Lyle habe ich hier ein Kit. Das ist extra auch um diese Ventilkeile zu entnehmen. Da kann man das ein bisschen einfacher machen. Das zeige ich euch. Ja, bei dem Tool hat man hier so eine Hülse, da sind Magneten hier unten drin. Und wenn ich diese Hülse jetzt hier auf das Ventil aufsetze und das mit dem Hammer kurz runterschlage, dann zieht der Magnet hier diese kleinen Keile raus und hält die dann hier unten drin fest und dann kann sich das Ventil nach unten hin lösen. Ich zeige euch das jetzt mal, dafür mache ich die Kamera hier auf dem Tisch fest. So, hier sieht man jetzt die beiden Keile. Den anderen muss ich jetzt mit dem Magnet rausnehmen. Der hängt jetzt hier drin. Und jetzt kann man nämlich hier den Teller und die Feder entnehmen. Und das bedeutet auch, dass hier das Ventil jetzt frei ist und hier sitzt noch eine Ventilschaftdichtung. Dieses kleine Hütchen, der Umbrella. Ja, durch diese kleinen Ventilkeile hier, da bildet sich oft an der Kante hier dann ein kleiner Grat. Das kann man dann hier so sehen. Der pilzt das dann hier ein klein wenig auf. Also
Da reichen schon ein Hundertstel. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier diesen Grat bricht und dann anschließend hier das Ventil noch mal ein bisschen mit Öl benetzt, damit man, wenn man das hier rausdrückt, dass der nicht hier an der Stelle jetzt an der Führung hängen bleibt. Wenn man das beachtet hat, dann geht es eigentlich auch ganz gut. Dann kann man das Ventil so herausziehen. Und auch hier kann man das rausziehen. Und was man auch noch testen kann, ich hole mal gerade die Kamera hier herum, ist im Endeffekt, ob da schon ein Spiel entstanden ist, hier, also eine Kippbewegung des Ventiltellers. Aber das hat man hier nicht. Also hier scheinen neue Ventilführungen reingekommen zu sein. Dementsprechend sieht das hier recht gut aus. Ich versuche das mal hier gerade ins Licht zu drehen. Dann sieht man das vielleicht besser. Ja, wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Hier, das ist das Einlassventil. Da sieht man hier diesen Ring. Das ist quasi der eigentliche Dichtsitz. Und hier am Ventil selber sehen wir auch verschiedene Zonen. Also da sehen wir hier einen Winkel, der ist schwarz. Dann der blank geschliffene, das ist der eigentlich dichtende. Und dann kommt noch ein schwarzer Bereich, das ist nochmal ein anderer Winkel. Und dann kommt der eigentliche Ventilteller, der die Aufgabe hat, auch hier Hitze abzuleiten aus dem Brennraum. Hier auch, hier ist es allerdings nicht so gut ersichtlich, da ist alles ziemlich verrußt. Wir sehen hier auch, dass keine speziellen Sitzringe hier eingearbeitet sind in den Kopf. Also das heißt, es gibt keine extra Ventilsitzringe, sondern der Ventilsitz ist direkt in den Kopf gefräst worden. Da ist noch nichts nachträglich irgendwie eingearbeitet worden. Hier kommt ein kurzer Cut. Und zwar wieder zurück zu der Halle, wo das Projektfahrzeug die ganze Zeit gestanden hat. Dort sind auch noch weitere Teile zu bearbeiten, zum Beispiel hier die Hinterachse, wie man sieht. Die sieht auch sehr mitgenommen aus. Die wird aufgearbeitet, zerlegt. Im nächsten Clip hier sieht man das ganze Fahrzeug. Also hier erstmal der Rahmen wurde vom André auf den Anhänger geladen, weil die Halle gekündigt wurde, und ja, hier lädt er die ganze Karosserie auf, inklusive dem Drehspießgestell, und hier macht er sich auf mit seinem Auto und transportiert das Ganze in den Nachbarort, wo das Fahrzeug erstmal unterkommen kann. So, da fährt sie dahin in ihr neues Zuhause. Die Halle wurde zum Anfang des Monats jetzt hier gekündigt, und also sie wird anderweitig genutzt, deswegen mussten wir hier ausräumen. Und ja, es ist leer geworden hier. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Es geht demnächst weiter. Es wird auf jeden Fall jetzt erstmal eine kleine Pause hier geben zur Karosserie. Aber wir haben noch andere Aufgaben, zum Beispiel hier den Motor. Und dementsprechend, ja, gebe ich euch wieder Bescheid, wenn es hier weitergeht. Bei der Frame of Resto, hier sind noch die Teile, die auch noch an den Wagen müssen. Ihr dürft gespannt sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen aus der V8 Lounge. Ciao.